So, meine Freunde, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, ich habe heute wieder ein paar Mods herausgesucht. Wir werden natürlich immer pro Video immer so ein bis zwei, drei vielleicht machen. Aber ich sag mal so, wenn es ein geiler Mod ist, nur einer. Wenn es, sage ich mal, nicht so coole Mods sind, machen wir auch mehrere. Und ja, wir gucken, was habe ich denn hier Schönes. Wir haben hier Purunga. Ist jetzt auch ein, also sieht geil aus, dieser Charakter, dass das natürlich keine Frage ist, aber ist halt kein Charakter, der wirklich sehr nice ist. Ich denke mal, ich spiele ihn zusammen mit Freezer und Santa Broly. Ja, in diese beiden Charaktere werde ich dann dazu spielen, denn die sind auch jetzt nicht unbedingt nice. Deswegen, ja, fangen wir doch erstmal an. Freezer und Santa Broly. Ja, wir haben ja schon lange, also ich habe, also für mich habe ich jedenfalls gerade lange schon keine Xenoverse 2 Mods mehr aufgenommen. Ja, diese Santa Mods und sowas kommen ein bisschen spät, vielleicht lade ich die auch direkt zu Weihnachten hoch, keine Ahnung. Ja, wir gucken mal. Snowball Attack. Das ist ja cool. Sieht echt cool aus. Oh, ich kann sogar verwandeln. Ein Geschenk für dich. Na, danke. Ach komm, hau ihn doch bitte. Okay, Bro, also nur Geschenke, wa? Ne, das ist ja echt nervig. Egal. Ja, den Todesball. Sieht da auch anders aus? Oh, nee. Ja, okay, komische Attacke, aber okay. Okay, jetzt bin ich ja grün. Bin ich ein Weihnachtself oder was? Aber Alter, ziehen wir Damage. Das ist eine starke Attacke, muss man schon sagen. Also Freezer ist wirklich sehr, 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 sehr OP. Die Attacke hier feiere ich, die Snowball Attack. Das ist eine coole Attacke auf jeden Fall. Schön, also passt auf jeden Fall schön zu Weihnachten. So, das war's. Erstmal mit dem Freezer kommen wir zu unserem Broly. Ich meine, Broly sieht doch schon mal ganz nice aus als Weihnachtsmann, oder? Was sagt ihr dazu? Da steht doch Broly, oder? Genau, und habt ihr gesehen, wenn ich diese Dinger hier abschieße? Ja, ich mach das jetzt mal einfach mal langsamer. Dann sehen die auf jeden Fall auch anders aus. Wenn er mal schießen würde, ja. Okay, jetzt sieht das wieder so aus. Vorhin waren das nämlich so kleine Sterne. Das sah richtig cool aus. Keine Ahnung, wieso das jetzt nicht mehr so ist. Ja, genau, das meine ich. Das sieht auch richtig nice aus. Das sieht richtig schön aus. Das ist schön weihnachtlich auf jeden Fall. Eine schöne Attacke, schöner Mod auf jeden Fall. Schön passend zu Weihnachten. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht werde ich das wirklich zu Weihnachten einfach hochladen. Ist zwar ein Jahr hin bis dahin, aber dann habe ich wenigstens schon mal ein Video. Denn ja, Weihnachtsmods sind ja immer wieder schön. Ja. Und dann zeige ich euch natürlich noch Purunga.
Und haben wir hier noch irgendwie einen Mod, der nicht so unbedingt nice ist? Was ist das hier? Nehmen wir den einfach nochmal mit. So machen wir das. Oh, Purunga. Also das ist echt cool. Purunga sieht richtig nice aus. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall auch schön groß. Machen das einfach mal so. Aber er greift halt komisch an. Gut. So. Ah, okay, alles gesichert. Attacke. Blaster Ball. Ah ja. Den Grand Smasher, okay. Ist, ja, okay, aber naja, es ist halt nicht der beste Mod, ne? Also, es sieht zwar ganz gut aus, das ja. Die Attacken sind, naja, passen vielleicht schon. Aber jetzt nicht so unbedingt das Beste. Ja, das war Purunga. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum letzten hier. Sieht so ein bisschen aus wie Broly von der Frisur. Ah, die Attacke von Salsa. Ich habe aber den Namen gerade vergessen. Und auch diesen Geistblaster, okay. Und der hat natürlich auch die Verwandlung legendärer Super Saiyajin. Ja, das sieht doch geil aus, oder? Das ist ein heftiger Mod. Das gefällt mir. Ich glaube, der hieß Karoli. Gucken gleich nochmal eben schnell. Sieht nice aus. Gefällt mir. Alter. Gerne eure Meinung zu diesen Mods in die Kommentare auf jeden Fall. Bisher muss ich eindeutig sagen, gefällt mir dieser Karoli hier am besten. Goku Black Super Saiyan Rosé steht da einfach nur. Okay, aber es ist Karoli auf jeden Fall. Ich habe den auf jeden Fall gedownloadet. Unter dem Namen Karoli. Weil da sieht man ja auch vorne die Haare grün und hinten Rosé. Na, weiter verwandeln kann sich leider nicht. Aber ich würde sagen, das passt eigentlich zu ihm. Das sieht nice aus. Das sieht echt cool aus. Sehr, sehr nice. So, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Mod ihr hiervon am besten gefallen habt. Und ja, ich bin damit erstmal wieder raus. Haut rein und ciao, ciao.